So, hallo alle miteinander. Wir spielen heute Blades in the Dark. Was genau das ist, werde ich euch dann gleich erklären. Wir fangen jetzt erst einmal mit unseren Charakteren an, damit die stehen, und dann steigen wir auch schon direkt ein. Das fängt damit an, dass ihr euch aus den Charakterklassen, den sogenannten Playbooks, jeder eins ausgesucht habt. Dies ist bereits geschehen. Und damit gehen wir jetzt noch schon rein. So, wenn ihr in eure Charakterbögen schaut, als nächstes wählt ihr einen die Herkunft eures Charakters. Wenn ihr in die Setting-Übersicht schaut, habt ihr dann eine kurze Übersicht rein. Wenn euch da nichts einfällt oder euch nichts einfallen will, dann lasst es einfach leer. Es ist gerade nicht so sehr wichtig. Es kann natürlich eine definierende Eigenschaft eurer Charakter sein, wenn ihr aus einem fernen Wüstenkönigreich oder sonst woher stammt. Sagt mir bitte Bescheid, wenn ihr alle was habt. Jupp. War. Jupp. Gut. Faust, ihr auch? Wo sind wir jetzt gerade? Bei der Heritage. Dem Herkunft. Ja, würde ich einfach das Score nehmen. Okay, gut. Okay. Ja, mach ich einfach das Score. Gut. Als nächstes wählt ihr für euren Charakter einen Hintergrund aus. Was habt ihr getan, bevor ihr in einer Gang gelandet seid? Wart ihr zum Beispiel ein einfacher Arbeiter oder wart ihr mal irgendwie in den Diensten des Gesetzes tätig und seid auf die schiefe Bahn geraten? Etc. etc. Auch dies ist eine relativ einfache und vor allem relativ kurze Auswahl, die keine spielmechanischen Auswirkungen hat, sondern nur euren Charakter etwas ausdefinieren soll. Getan. Gut. Ich denke, da ist auch jeder schon soweit zurecht, oder braucht noch jemand? Wollt ihr vielleicht sagen, was ihr wählt? Weil, also unsere Figuren kennen sich, oder? Eure Figuren kennen sich, davon gehe ich am Anfang aus, ja. Ich hätte gleich eine Gesamtvorstellung von jedem einmal gemacht, aber ihr könnt auch jetzt jeder sagen, was ihr nehmt. Das ist, glaube ich, ganz praktisch, ja. Ja, oder wir machen das, wenn wir komplett fertig sind und stellen dann den Charakter mal vor. Finde ich auch sinnvoller. Das ist gut. Okay. Als nächstes wählt ihr ein Weiß aus, ein Laster, im Grunde eure zentrale Achillessehne. Nur weil da nicht Säufer drin steht, heißt das natürlich nicht, dass euer Charakter nicht ab und zu säuft. Aber euer Weiß ist, was euch wirklich fest im Griff hat. Ihr seid natürlich noch auf dem Gipfel eurer geistigen Fähigkeiten und entsprechend kontrolliert euer Laster nicht euch, sondern ihr es. Aber das kann vielleicht oder vielleicht auch nicht mit der Zeit kippen. Auch da habt ihr euch bereits einige Gedanken drüber gemacht. Braucht noch jemand Zeit? Ich werte das als nein. Ja, mach einfach weiter, sonst schreit irgendjemand. Genau. Gut. Jetzt kommen wir in den spielmechanischen Teil der ganzen Sache. Auf eurer rechten Seite seht ihr eure Aktionsfähigkeiten, eure Actions. Ihr seht die von oben nach unten, Hand Study Survey, ihr wisst, was ich meine. Da sind bereits 3 Punkte verteilt. Die kommen von eurem Playbook her. Und ihr dürft jetzt selbst noch 4 Punkte verteilen. Die können sich vielleicht aus eurer Herkunft oder aus eurem Hintergrund herleiten. Die können vielleicht etwas verstärken, was ihr schon habt, oder sonst irgendwas machen. Das ist an sich egal. Das Maximum an Punkten, das ihr in einer Fähigkeit haben könnt, ist 3. Ich empfehle euch, in jedem der 4 Blöcke zumindest einen Punkt zu haben. Verdammt. Das hat sich generell als sinnvoll erwiesen. 3 Blöcke sind es doch nur. Entschuldigung, es sind 3 Blöcke, darum kann ich zählen. Kein Problem. Wie gesagt, 4 Punkte. Ihr solltet auch damit rechnen, mit einem Punkt in etwas seid ihr prinzipiell kompetent. Wenn ihr Fragen zu den einzelnen Aktionen habt, sie sind mit Absicht sehr schwammig und manchmal schwer verständlich definiert, könnt ihr natürlich entweder mich fragen oder einmal in die Regelreferenz hineinschauen, in der die auch näher erklärt werden. Den geneigten Zuschauer, ich habe sie unten noch einmal verlinkt. Also ist mit Consort mehr oder weniger Etikette gemeint? Consort ist so eine Mischung aus Etikette und Gebräuche, wie man es in Shadowrun zum Beispiel kennt. Also okay. Consort würdest du würfeln, wenn du mit Leuten umgehst, die dir prinzipiell freundlich zugestimmt sind. Wenn du mit einem Freund zum Kaffee trinken bist oder wenn du in einer schmierigen Bar jemandem ein paar Bierchen ausgibst, um aus ihm ein paar Sachen herauszuquetschen. Und Sway? Sway ist das Gegenstück, das sehr viel aktivere Gegenstück. Sway ist im Grunde überreden, jemanden von deinem Standpunkt überzeugen, sei es mit Logik oder mit Charme oder mit der Androhung roher Gewalt. So sehe ich mich. Sway ist immer eine sofortige und meistens eher eine kurzzeitige Sache. Während Consort dann etwas ist, das prinzipiell ein bisschen länger dauern kann und das am besten eher in einer ruhigen Atmosphäre stattfindet, etc. etc. Also bringt es nichts, das zu nehmen, weil wir nur... Ihr kennt ja trotzdem Leute in der Stadt. Okay. Gut, ist ein... Also Consort ist auch immer das, was fällig wird, wenn du halt zum Beispiel von einem alten Freund, der dir vielleicht noch einen kleinen Gefallen schuldest, sagen wir, die
Baupläne der Kanalisation mal kurz ausleihen musst, etc., etc. Braucht man eins der Talente zum Kämpfen? Prinzipiell sind mehrere Talente zum Kämpfen nützlich. Es gibt natürlich das Treffen benannte Skirmish, also das Scharmützeln, das immer fällig wird, wenn du dich irgendwie im Nahkampf befindest, wenn du mit zwei Leuten irgendwie einen Fechtkampf ausführst, wenn du in eine Kneipenschlägerei gerätst, etc. Es gibt Hunt, also das Jagen, das immer das am meisten Anwendung findest, wenn du aus der Distanz und in Ruhe zielend auf jemanden schießt. Es gibt Prowl, das prinzipiell Anwendung findet, wenn du aus der Nähe einen Hinterhalt für jemanden legst. Und wenn du ein formelles Duell fechtest, kannst du auch mit Finesse an der Sache herangehen. Okay, also... Es gibt jetzt keinen designierten Kampfskill, aber am nützlichsten für generelle Überlebensfähigkeit, wenn die Messer gezogen werden, ist wahrscheinlich Skirmish. Gut, also bringt's... Ich gebe euch hier ein bisschen mehr Zeit, weil das eine etwas, sagen wir, vielschichtigere Entscheidung ist. Hier scheint immer alle eure Punkte schon gut verteilt zu haben. Gut. Dann sind wir damit auch fertig. Als nächstes sucht ihr euch eine besondere Fähigkeit, eine Sonderfertigkeit, eine Special Ability in eurem Playbook aus. Die seht ihr auf der linken Seite in dieser kleinen grauen Tabelle. Ihr habt euch die schon angesehen, ihr könnt die auch jeder nochmal lesen. Wenn ihr nicht wisst, was ihr nehmen sollt, weil die alle entweder verwirrend oder nutzlos klingen, dann nehmt einfach die erste ganz oben. Ach so, eine Frage. Sind Geister gegenstandslos? Also können die durch Wände gehen? Ein Geist, ja. Ein Geist ist so semi-korporeal. Er kann die körperliche Welt beeinflussen, aber prinzipiell ist er nicht von ihr beeinflusst, wenn er es nicht unbedingt will. Okay, dann... Geister sind prinzipiell auch immer eine sehr, sagen wir, schreckliche Erfahrung, wenn man sie denn sieht. Und die meisten Leute... erstarren entweder an Ort und Stelle oder ergreifen die Flucht, wenn sie einen sehen. Geister sind ein bisschen wie Wespen oder Hornissen. Jeder hatte mal eine unbequeme Erfahrung mit ihnen, aber wenn man stillhält, lassen sie einen meistens in Frieden. Gut, auch da scheint jetzt jeder versorgt zu sein. Dann, wenn ihr auf euren Charakterbogen schaut, seht ihr auf der rechten Seite eine Riege an Freunden. Zum Beispiel heißen die... Um erstmal beim Hound zu bleiben, heißen die Deadly Friends, etc., etc. Davon wählt ihr zwei Stück aus. Einen, der ein guter Freund von euch ist, ein guter Bekannter, vielleicht ein alter Kamerad. Und einer, der euer Feind ist, mit dem ihr euch vielleicht mal überworfen habt, der vielleicht professionelle Konkurrenz darstellt, wie auch immer ihr jetzt auslegen wollt. Und die markiert ihr mit einem Pfeil nach oben und dann einem Pfeil nach unten, die ihr sehen könnt. Ja, die erscheinen dann auf eurem Charakterbogen jeweils rot und schwarz. Gut. Euer Laster habt ihr bereits gewählt. Das Letzte, was jetzt noch fehlt, sind eure Namen, Vorname und Nachname, wenn ihr den habt, und euer Alias, also wie euch eure Kumpels auf der Straße nennen. Vielleicht habt ihr auch keins. Vielleicht nennen sie euch auch Money. Das ist eure Wahl. Und dann ein kleiner Zuruf von der technischen Seite der ganzen Sache. Benennt dann bitte euren Charakter im Roll20 selbst auch noch auf euren Charakternamen um, damit wir etwas sortierter sein können, ja? Das tut ihr, indem ihr oben auf Edit klickt und dann bei Name einfach euren Namen eingibt. Müssen wir im Roll20 das Ganze noch irgendwie speichern oder wird das übernommen, sobald wir das Fenster schließen? Sobald ihr draufklickt, ist es schon übernommen. Das Einzige, was ihr speichern müsst, ist, wenn ihr den Charakternamen oben im Edit-Fenster öffnet. Da müsst ihr unten auf Save Changes drücken. Aber Änderungen an eurem Charakterbogen selbst werden sofort übernommen. Gut, dann noch ein oder zwei kleine Hinweise zur Bedienung. Wenn ihr auf eine eurer Actions drückt, also zum Beispiel ich drücke jetzt beim guten Anton auf Attune, dann geht automatisch ein Fenster auf, was das Würfeln da ist. Da könnt ihr eure Position und euren Effekt eingeben. Was das ist, erkläre ich euch gleich. Und sobald ihr das macht, dann könnt ihr noch Bonuswürfel eingeben und dann schmeißt euren Würfelwurf. Ihr seht, es sind hier D6 Pools, um die es geht. Auch das werde ich gleich nochmal erklären. Dann seht ihr an manchen Stellen eine kleine Glocke. Alles, was die macht, ist, wenn ihr darauf drückt, wird diese Fähigkeit oder dieses eure Stufe an Verwundung etc. etc. in den Chat geworfen. Das mache ich jetzt auch mal bei Antons Sonderfertigkeit. Da könnt ihr sie sehen. Einfach, wenn ihr die anderen darauf hinweisen wollt, denn die anderen haben natürlich nicht dieselben Fähigkeiten, wie ihr im Charakterbogen stehen. Gut, habt ihr zum Thema Charaktererstellung sonst noch Fragen? Hervorragend.